So what do you want? Supercar? Big house? You want to rule this city? Well, you ain't getting anywhere without an upgrade. So sieht's aus. Cyberpunk 2077 ist mit der Phantom Liberty Erweiterung endlich fertig. Die Arbeit am riesigen Rollenspiel ist nach 3 Jahren voller Patches und einer großen Erweiterung tatsächlich beendet. Und schon steht der Nachfolger in den Startlöchern. Der läuft aktuell noch unter dem Codenamen Orion und befindet sich in der Konzeptionsphase. Das Team überlegt also, wovon das Spiel handeln soll, welche Fähigkeiten es gibt und so weiter. Die Informationslage ist aktuell enorm dünn, ein paar Hinweise gibt es aber doch. Wir haben für euch alle Infokrümel aus dem Netz gefischt, die es zum Nachfolger schon gibt, und fassen außerdem zusammen, was Cyberpunk 2 tatsächlich braucht, um seinen Vorgänger noch zu übertreffen. Wie geht die Story weiter? Was braucht die Open World und welche Spielmechaniken müssen dringend in den zweiten Teil? Wir schlagen uns für euch durch Fakten, Wünsche und die ein oder andere Verschwörungstheorie. Habe ich da gerade Verschwörungstheorien gehört? Oh nein. Da hätte ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Nicht er! Haha, du dachtest wohl, du wärst mich los, aber nein! Wenn es um Verschwörungstheorien zu Cyberpunk geht, dann nicht ohne mich. Los! Willst du mich nicht vorstellen? Doch, natürlich. Leute, das ist Verschwörungspaul, ein Kollege von mir. Er hat mir schon bei meinen Spekulationen zu Phantom Liberty geholfen und jetzt, naja, jetzt ist er zurück. So ist es. Aber fass du ruhig erstmal die harten Fakten zusammen. Ich mach dann wieder mit, sobald wir mit dem Spekulieren anfangen. Ich kann es kaum erwarten. Dieses Video wird euch präsentiert von Manscaped, eurem Partner für Männerhygiene. Weihnachten steht vor der Tür und Manscaped hat für euch ein Paket zum Fest geschnürt, das Performance Package 5.0. Mit dabei ist der brandneue Lawnmower 5.0 Ultra, ein wasserdichter Körperhaartrimmer mit 2 austauschbaren Scherköpfen fürs Trimmen und Komplettrasieren. Für Nase und Ohren greift ihr stattdessen zum Weed Whacker 2.0, der auch Teil des neuen Pakets ist. Für die Pflege nach der Rasur gibt's dann noch die Aftershave Lotion Crop Smoother und das Crop Preserver Deodorant. Zusätzlich beschert euch das Paket noch Premium Boxershorts sowie den Kulturbeutel The Shed. Das Performance Package 5.0 bekommt ihr jetzt mit 20% Rabatt und kostenlosen Versand, wenn ihr auf der Website von Manscaped das Codewort GameStar eingebt. Den Link gibt's in der Videobeschreibung. Na gut, was wissen wir konkret über Projekt Orion? Orion wird eine direkte Fortsetzung zu 2077, aber das kann vieles heißen. Orion könnte 1 oder 10 Jahre nach 2077 spielen. Ein Release-Datum gibt es noch nicht, aber auch wenn bei CD Projekt Red wahrscheinlich ein Haufen Devs mit den neuen Witcher-Spielen beschäftigt ist, hat Cyberpunk deswegen nicht das Nachsehen. Aktuell arbeiten etwa 350 bis 500 Leute an dem Projekt, verstreut über die USA und Polen. Viele davon sind schon seit 2077 und Phantom Liberty dabei. Außerdem können wir einen großen technischen Sprung erwarten. Orion könnte nämlich mit der Unreal Engine 5 entwickelt werden. The Witcher 3 und 2077 basieren noch auf der älteren Red Engine. Die Chancen für die Unreal Engine stehen gut, denn das ebenfalls neu entstehende Witcher-Spiel, Codename Polaris, wird definitiv die Unreal Engine 5 nutzen. Es wäre also nur logisch, wenn auch das neue Cyberpunk-Spiel diesem Trend folgt. Außerdem hat CD Projekt Red in einem Interview mit PC Gamer angekündigt, dass die Cyberpunk-Spiele eine genauso große Verwandlung durchmachen sollen wie die Witcher-Reihe. Aber die Entwicklungsschritte zwischen Witcher 1, Witcher 2 und besonders Witcher 3 sind massiv. Damit hat sich CD Projekt einer ganz schönen Mammutaufgabe gewidmet. Ist eine so große Entwicklung überhaupt möglich? Narrative Director Igor Sarzynski betonte im Interview, dass es sich hier hauptsächlich um eine erzählerische Steigerung handeln soll. Cyberpunk 2077 sei ihr erster Schritt ins Science-Fiction-Genre gewesen und viele Fragen des Teams klärten sich erst im Laufe des Entwicklungsprozesses. Cyberpunk 2 verspricht wesentlich dichter und immersiver zu werden als 2077. Es ist übrigens relativ wahrscheinlich, dass wir eine andere Hauptfigur als V spielen werden. CD Projekt hat kürzlich in einem Interview erzählt, dass es schon für die Erweiterungen zu 2077 außer Frage stand, Vs Geschichte fortzusetzen. Die Enden des Spiels seien laut Entwicklungsstudio so unterschiedlich, dass es unmöglich wäre, sie mit einer einzigen Erzählung fortzuführen. Zudem seien die Enden absichtlich vage und offen geschrieben, damit wir das Gefühl bekommen, eben noch nicht die ganze Wahrheit zu kennen. Und wer macht mit? Unter anderem wieder mal Mike Pondsmith, der Erfinder des Cyberpunk-Universums. Auf einen Reddit-Post zu Projekt Orion antwortete er, dass er zwar noch nicht über Projekt Orion sprechen könne, in nächster Zeit aber erstmal schwer beschäftigt sei.
Bereits für 2077 half Mike Pondsmith als Berater und Ideengeber dem Team von Anfang bis Ende der Entwicklung. And that's what Cyberpunk is about. Cyberpunk isn't about saving humanity, it's about saving yourself. Tja, und das war's auch schon wieder mit offiziellen Infos. Bis wir Cyberpunk 2 in den Händen halten, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern. Die Entwicklung von 2077 dauerte bereits über 8 Jahre. Wer weiß, wie lange wir dann noch auf Projekt Orion warten müssen. Siehste, war doch gar nicht so schwer. Gut gemacht. Und jetzt wolltest du bestimmt davon erzählen, was es mit dem Projektnamen Orion auf sich hat, richtig? Ja klar. Also, Projektnamen sind immer so eine Sache. Oft sind es wirklich nur irgendwelche Namen, die uns in die Irre führen sollen oder einfach cool klingen. Psychonauts 2 lief zum Beispiel unter dem Codenamen Grasslands, was der Name einer Bar in der Nähe des Entwicklungsstudios ist, während Forspoken lange Zeit nach der Spielwelt Project Athea benannt war. Aber manchmal verbirgt sich im Namen eben doch der ein oder andere Hinweis. Für Projekt Orion gibt es sogar gleich mehrere spannende Anhaltspunkte, die gar nicht so weit hergeholt sind. Denn ich fange jetzt nicht mit dem Sternbild an, sondern tatsächlich mit einem Orion aus dem Cyberpunk-Universum. In der Tabletop-Vorlage Cyberpunk 2020 gibt es nämlich eine gewisse Sicherheitsfirma, die Orion heißt und sich auf Such- und Rettungsmissionen spezialisiert. Die Firma bietet nicht nur umfassende Operationen in ganz Nordamerika, sie arbeitet auch mit der modernsten Technik und extrahiert Leute aus den höchsten Rängen der Konzernleitern. Danach wird es still um Orion. Cyberpunk Red, die nächste Edition des Tabletop-Rollenspiels, das im Jahr 2045 spielt, sowie 2077 erwähnen die Firma mit keiner Silbe. Aber damit wäre die Extraktionsfirma natürlich prädestiniert für einen Auftritt, weil fast keiner mit ihr rechnen würde. Es wäre beispielsweise denkbar, dass Orion in der Zukunft zurückkehrt. Stellt euch vor, wir extrahieren als Mitglied eines Sondereinsatzkommandos hochrangige Konzerne und bauen dabei auf unsere Skills als Solo, Netrunner oder Fixer. Oder vielleicht werden wir selbst als Konzerner gerettet oder entführt. Es kann auch sein, dass es Verrat in den eigenen Reihen von Orion gibt und wir biegen dann alles wieder gerade. Dass CD-Projekt Red eine spannende Agentenstory erzählen kann, haben sie spätestens mit Phantom Liberty bewiesen. Da versank V bereits knietief in den politischen Machenschaften der New United States of America. Vielleicht hat CD-Projekt ja Blut geleckt und will mehr dieser Geschichten erzählen. Genug Möglichkeiten haben sie. Die Welt der Konzerne von Cyberpunk ist enorm kompliziert und vielschichtig. Überall Intrigen, Verrat und falsche Allianzen. Zufälligerweise ist das auch der Werbespruch für die Phantom Liberty Erweiterung gewesen. Wie passend. Direktorin Abernathy? Ich habe die Abstimmung gesehen. Was zur Hölle war das? Eine Grundreinigung. Nach dem Bockmist in Frankfurt am Main. Und dann hat mein Kollege Verschwörungspaul noch eine Theorie. Eine der größten Inspirationsquellen für Cyberpunk-Papa Mike Pondsmith war die Neuromancer-Trilogie von Autor William Gibson, die bis heute als Urgestein des Cyberpunk gilt. Im zweiten Teil dieser Trilogie, Biochips, ist einer der Hauptcharaktere ebenfalls Extraktionsspezialist, also genau wie die Firma Orion, und gerät so zwischen die Fronten der Megakonzerne. Könnte sich die Handlung von Cyberpunk 2 daran orientieren? Auf der anderen Seite taucht die Sicherheitsfirma Orion seit Jahren nicht mehr auf, sodass das hier auch eine kalte Spur sein könnte. Aber Verschwörungspaul, was ist denn mit deinem Ansatz? Also Leute, ich nehme euch mit auf einen kleinen Ausflug ins All, denn CD Projekt Reds zukünftige Projekte sind alle nach Himmelskörpern benannt. Polaris, Sirius, Hadar und Orion. Und vielleicht habe ich da was Spannendes entdeckt. Projekt Polaris ist nach dem Polarstern benannt und wird ein neues Open-World-Rollenspiel in der Witcher-Welt. Projekt Sirius-Name kommt vom hellsten Stern am Himmel und wird ebenfalls ein neues Spiel im Witcher-Universum, das aber auch Multiplayer unterstützen soll. Und Projekt Hadar wird eine brandneue Marke von CD Projekt und ist nach dem Doppelstern Hadar benannt. Cyberpunks Projektname Orion fällt hier etwas aus der Reihe. Erstens ist Orion kein einzelner Stern, sondern gleich ein ganzes Sternbild. Zweitens ist der Orion-Arm eine der Spiralen in unserer Galaxie, der Milchstraße. In diesem Orion-Arm liegt einerseits unser Sonnensystem und somit unsere Erde, aber auch der Stern Alpha Centauri, der etwa 4,3 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt ist und somit der uns nächste Stern ist. Um Alpha Centauri ranken sich in 2077 bereits zahlreiche Gerüchte, die hauptsächlich von ihm hier stammen. Das ist Gary der Prophet. Gary erzählt, ähnlich wie ich, den Leuten, wie die Dinge wirklich sind. Naja, vielleicht. Aber in Garys Theorien geht es immer um das Gleiche.
Alpha Centauri. Aber Paul, erzähl doch mal, warum sollten wir ihm so etwas Ausgefallenes abkaufen? Nun, hier kommen wir schon in die Gefilde der wilden Spekulationen. Der gute Gary glaubt, dass die Geschicke der Menschen von Techno-Necromancern von Alpha Centauri gelenkt werden, die blau leuchtende Augen haben. Tatsächlich sehen wir im Spiel jede Menge Leute mit solchen Augen. Und zwar leuchten Cyberaugen immer dann blau, wenn eine Datenübertragung stattfindet, zum Beispiel wenn uns jemand bezahlt. I threw in a little extra for minding your own data. Gary sagt, er habe ein Implantat im Hirn, durch das er die Unterhaltungen der Alpha Centaurianer mithört. So erfährt er von einem geheimen Treffen und einem mysteriösen Chip. Wir sollen diesen Chip ergattern, doch als wir zu Gary zurückkehren, ist er fort, entführt von Anzugträgern mit blau leuchtenden Augen. Tatsächlich gibt es einen Mann, der ständig blau leuchtende Augen hat. Der geheimnisvolle Mr. Blue Eyes. Während der Quest Dream On, in der V herausfindet, dass jemand Bürgermeisterkandidat Jefferson Perales' Gehirn wäscht, kontaktiert uns Mr. Blue Eyes und will, dass wir uns nicht weiter einmischen. Beim darauffolgenden Treffen mit Perales beobachtet er uns von einem nahen Balkon aus. Stimmt, während einem der Enden von 2077, Achtung, kurzer Spoiler, treffen wir uns sogar mit Mr. Blue Eyes. Gemeinsam planen wir einen Überfall auf den Crystal Palace, das Urlaubsparadies auf einer Raumstation für die Schönen und Reichen. Es ist unklar, wer genau Mr. Blue Eyes ist oder was er plant, aber da er ständig blau leuchtende Augen hat, muss er ja eigentlich permanent Daten senden oder empfangen. Ist er etwa gar kein richtiger Mensch, sondern eine Marionette für jemand anderen? Etwa für die Techno-Necromancer von Alpha Centauri? Möglich. Und diese Techno-Necromancer, die lassen mich nicht los. Der Name ist extrem nah an der Bedeutung von Neuromancer dran, der vorhin erwähnten Buchreihe. Der Name der KI Neuromancer setzt sich nämlich zusammen aus Neuro für die Nervenbahnen, Romancer und Necromancer, weil Neuromancer immer wieder die Erscheinung von Verstorbenen annimmt. Oh, könnte es etwa sein, dass hier noch viel mehr vom Roman abgeguckt wird? Da gibt's doch auch Alpha Centauri und die Luxusraumstation Freeside und... Ja, ist ja gut, beruhig dich. Bestimmt bist du da was ganz Heißem auf der Spur, aber ich glaube nicht, dass wir es tatsächlich mit Aliens zu tun bekommen. Sehr viel wahrscheinlicher handelt es sich bei den Techno-Necromancern um künstliche Intelligenzen von jenseits der Black Wall. Immer wieder tauchen KIs als Thema in 2077 auf, sowohl in der Hauptstory als auch in den Nebenquests. Und die Black Wall trennt sie vom Rest des Netz, das von den Menschen genutzt wird. An der KI-Sache könnte was dran sein. Gerade in Phantom Liberty dreht sich durch die Netrunnerin Songbird viel um die Black Wall. Es ranken sich enorm viele Theorien um die Black Wall und den Cyberspace herum. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir diese gesamte Cyberspace-Thematik in Projekt Orion noch weiter erforschen werden. Wie gesagt, das sind alles nur Spekulationen, die wir aufgrund des Projektnamen Orion aufstellen. Es könnte auch sein, dass der Codename rein gar nichts bedeutet und wir stattdessen als Nomade durch die Wüste düsen, als Corpo einen Deal nach dem nächsten abschließen oder eine Welttournee als Rockerboy unternehmen. Aber egal, ob echtes All oder Cyberspace, ich gehe definitiv davon aus, dass auch Teil 2 wieder in Night City spielt. Can't stop digging Night City. City like any other, just bigger. Nah, mano, not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Whalen, Adam Smasher. Legends are born here. Okay, jetzt haben wir das, was sein wird und das, was sein könnte, abgehakt. Aber was ist mit dem, was sein sollte? Was braucht ein zweiter Teil, um erfolgreich zu sein? Denn so gut Cyberpunk 2077 am Ende war, es ist, unabhängig vom technischen Zustand beim Release, bei weitem nicht perfekt, gerade was die Open-World-Aspekte angeht. Zum einen muss sich Night City in Projekt Orion deutlich anders anfühlen als noch in 2077. Denn wir wollen zwar die gleiche Stadt erleben, aber einfach per Copy-Paste genau die gleichen Orte nochmal zu sehen, wäre ja langweilig. Hier sollte sich optisch und spielerisch eine Menge verändern, damit sich die Spielerfahrung neu und frisch anfühlt. Je nachdem, wann Cyberpunk 2 tatsächlich spielt, könnten in der Zeit Katastrophen oder einfach der Zahn der Zeit an der City of Dreams genagt haben, sodass sich das Stadtbild zwar verändert, wir aber genug Orte wiedererkennen. Als Inspiration sollte sich CD Projekt hier mal The Legend of Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom anschauen.
Hier wird zwar grundlegend dieselbe Map benutzt, da beide Titel ja in Hyrule spielen und innerhalb von wenigen Monaten voneinander stattfinden, aber Hyrule hat sich in Tears of the Kingdom stark verändert. Wir erkennen zwar noch einzelne Orte wieder und sind mit den grundlegenden Gebieten vertraut, aber durch fliegende Inseln, Monsterfestungen und spielerische Neuerungen spielt sich dieses Hyrule ganz anders als noch in Breath of the Wild. Hier kann sich Night City mal eine ganz dicke Scheibe von Zelda abschneiden. Außerdem ist dies die Möglichkeit, um die Open World von Cyberpunk nochmal grundlegend zu überarbeiten. Denn viele Bereiche von Night City in 2077 sehen zwar schick aus, die Open World fühlt sich aber eher wie eine Kulisse statt wie ein echter Ort an. Ich will wie bei Far Cry auch Aktivitäten neben der Hauptstory haben, die meine Fähigkeiten verbessern und die Lore der Spielwelt weiter ausbauen, aber über Nebenquests hinausgehen. Geheime Cyberware-Labore infiltrieren und experimentelle Technik stehlen, das wär's doch. Und ich will wie in GTA 5 auch abseits von Missionen über noch mehr Nebenaktivitäten stolpern, die die Welt lebendig wirken lassen, aber eben im Cyberpunk-Style. Illegales Glücksspiel und Überfälle auf Konzernerkonvois statt Yoga, Rooftop-Golf bei den Corpos statt klassischem Golfplatz, Wettrennen in fliegenden Autos statt auf der Straße und Braindances statt Kinofilme. Außerdem will ich mehr Events, die am Wegesrand passieren, wie Stadtschreier in Red Dead Redemption 2 oder Gangster, die uns in GTA ans Leder wollen. Klar, sowas gab's teilweise auch in Cyberpunk, aber da waren alle diese Events mit Questmarkern versehen und wir mussten sie aktiv aufsuchen. Mit ein paar Updates kamen dann Verfolgungsjagden zwischen der Polizei und den Gangs dazu oder ein Polizist, der einen nackten Mann jagt. Das war schon ein Schritt in die richtige Richtung. Diese Events sollten aber bei Cyberpunk 2 schon direkt zum Release drin sein und wesentlich häufiger vorkommen. Dazu gehört auch eine dichtere Welt, wie wir sie in den Deus Ex-Spielen erleben. Dort ist die Welt zwar wesentlich kleiner, aber dadurch auch wesentlich dichter. Jeder Quadratzentimeter auf der Karte wird genutzt, sodass wir uns schnell wesentlich besser zurechtfinden als in Night City. Dort fühlen sich die einzelnen Bezirke, bis auf wenige Details, nämlich recht gleich an und ohne Navi finden wir kaum den Weg von einer Quest zur nächsten. Am Ende bewegen wir uns doch nur zwischen Betonriesen umher. Ob die dann besonders hoch oder mit Girlanden behängt sind, fällt da kaum ins Gewicht. Ich fände es ja auch super, wenn wir mehr mit der Spielwelt interagieren könnten. Stichwort Immersive Sim, sich zum Beispiel auf eine Bank setzen, eine Zigarette anzünden und den Leuten zusehen. Am Fenster stehen, den Leuten zu sehen, nix verstehen und dabei rauchen. Klar, das hat keine großen Auswirkungen aufs Gameplay, aber viele freuen sich über solche Features, um noch mehr mit ihrer Figur zu verschmelzen. Vielleicht kommt ja auch endlich das versprochene Straßenbahnsystem. Da sind wir schon bei den Gameplay-Verbesserungen angekommen. Ein paar richtig gute Beispiele bieten Mods, die bereits zeigen, wie gut manche Spielmechaniken ins Game passen würden. Let There Be Flight, eine der beliebtesten Mods für 2077, setzt uns hinter das Steuer eines AVs und wir düsen durch die smogverseuchten Lüfte von Night City, wie in Blade Runner oder Altered Carbon. Verfolgungsjagden an Land und in der Luft? Ja bitte! Aber keine Verfolgungsjagd ohne Wallrunning. Wer einmal Ghost Runner spielt, weiß, wie süchtig diese Geschwindigkeit macht. Das war ja aber eh eins der Features, die CD Projekt mal versprach, dann aber nie ins Spiel brachte. Aber gerade in Kombination mit Doppelsprung und Dash gäbe es hier jede Menge Möglichkeiten für komplett neue Fluchtwege. Um vor dem NCPD oder Gangs zu entkommen, müssten wir ganz anders denken, bekommen aber gleichzeitig auch neue Möglichkeiten für Luftattentate im Assassin's Creed-Style, bei Kämpfen gegen Gegnergruppen oder finden ganz einfach neue Möglichkeiten, die verschiedenen Gigs anzugehen. Apropos Level-Design. Die Cyberspace-Passagen sind super, davon gerne mehr, aber bitte mit tatsächlichem Gameplay. Das muss jetzt nicht wie bei System Shock aussehen, aber etwas mehr als bloße Cutscenes wären wünschenswert. Wie sieht es zum Beispiel aus, wenn man große Datenfestungen knackt? Und wie sehen unterschiedliche Programme von feindlichen Netrunnern aus? Sowieso ist eine Überarbeitung des Netrunnings nötig. Das war in 2077 irgendwann sehr übermächtig und wurde auf Dauer etwas eintönig. Aber wer weiß, was bis zur Fortsetzung wieder mit dem Net passiert. Das wurde in der Cyberpunk-Geschichte ja schon einmal komplett zerstört und dann neu aufgebaut. Daher kommt ja auch die Blackwall, um die bösen KIs aus dem alten Net fernzuhalten. Wer weiß also, was sich bis Projekt Orion hier noch alles tut. Ein großer Wunsch der Community ist eine Third-Person-Perspektive, die auch außerhalb von Fahrzeugen funktioniert.
Zwar betonte CD Projekt mehrmals, dass sie es nicht bereuen, ein exklusives First-Person-Spiel gebaut zu haben, aber wer weiß, wie das bei Cyberpunk 2 aussieht. Dann hätten die ganzen Styling-Optionen auch mal einen Sinn, so spaßig sie auch sind. Vielleicht nehmen die Klamotten dann auch Einfluss auf unser Rollenspiel. Es wäre unheimlich spannend, wenn wir mit einem schicken Anzug zwar in die High-Society-Clubs kommen, aber dafür den Respekt von Gangstern verlieren. Da wären wir noch freier bei der Missionsplanung. Hier kann sich CD Projekt Red wiederum die Hitman-Spiele anschauen, in denen verschiedene Outfits und Verkleidungen eine zentrale Spielmechanik sind. Als bloßer Agent 47 werden wir schnell aufgehalten, aber schnappen wir uns die Verkleidung von einem Dienstboten, können wir an den Absperrungen vorbei und als Wache können wir sogar bewaffnet durch die Gegend laufen. Ursprünglich sollten ja sogar NPCs je nach Vs Kleidung unterschiedlich reagieren, schließlich hat es aber nur für einzelne Missionen in der Phantom Liberty Erweiterung gereicht, in denen wir uns als jemand anders ausgeben. Als voll ausgebautes Feature wären die Möglichkeiten in einem Rollenspiel endlos, noch ein weiterer Sinn für die ganzen Kleidungsstücke. Aber auch beim Storytelling herrscht noch Verbesserungsbedarf. Ursprünglich kündigte CD Projekt Red mal an, dass die Hauptgeschichte von Cyberpunk ähnlich wie die von The Witcher 2 wird. Recht kurz, aber dafür mit hohem Wiederspielwert. Was soll ich sagen, kurz ist die Story von Cyberpunk auf jeden Fall, nur die Entscheidungsfreiheit fehlt. Was ist zum Beispiel mit unserer Vorgeschichte? Wir suchen ewig im Charaktermenü aus, haben dann ein maßgeschneidertes Tutorial und den Rest des Spiels bekommen wir nicht mehr als ein paar mickrige Dialogoptionen. Hier sollte Projekt Orion das Cyberpunk-Motto Style over Substance ausnahmsweise umkehren und uns mehr tatsächliche Substanz geben, sowohl bei der Hintergrundgeschichte als auch den Handlungen unserer Spielfigur. Und wo ist eigentlich der Cyberpunk in Cyberpunk? Das Genre bedeutet nicht nur Neonlichter, dreckige Großstädte und gestalterte Existenzen, sondern wichtige, tiefgreifende Fragen. Was bedeutet es denn, ein Mensch zu sein? Kann eine KI als menschlich gelten und welche Rechte hat sie dann? Und welche Rechte haben KIs, die aus den Seelen von Menschen entstanden? Und was ist die menschliche Seele dann überhaupt? 2077 hat hier nur an der Oberfläche gekratzt und bereits existierende philosophische Ansätze wiedergegeben, statt eigene Ansichten zu entwickeln und Quests einzubauen, die zum Nachdenken anregen und Fragen aufwerfen, die man vielleicht noch gar nicht beantworten kann. Cyberpunk 2077 lässt eine Menge ungenutztes Potenzial liegen, das nur darauf wartet, vom Nachfolger verwendet zu werden. Die meisten, die ich für meine Freunde hielt, konnten nicht mal in einem Raum mit mir sein. Du bist immer in meiner Nähe, rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag. Und trotzdem scheinst du mich nicht komplett zu hassen. Ungenutzt sind aber auch noch große Teile der Rollenspielvorlage. Besonders ein legendärer Charakter fehlt noch komplett. Morgan Blackhand, der berühmteste Söldner von Night City. Die Cyberpunk-Lore liefert hier einen richtig mächtigen Antagonisten, der zwar per se nicht so böse ist wie Smasher, aber wir wollen ihm definitiv nicht beim Erfüllen seiner Aufträge in die Quere kommen. Johnny Silverhand hat sich in 2077 jede Menge von Blackhands Charaktereigenschaften zugeschrieben, die ihm eigentlich gar nicht zustehen. Es war beispielsweise gar nicht Johnny, der den Sturm auf das Arasaka-Hauptquartier plante, das war Morgan Blackhand. Die Mini-Atombombe, auch Morgan, und die lebenslange Rivalität von Adam Smasher ist auch nicht mit Silverhand, sondern mit Blackhand. Nach dem Sturm auf den Arasaka Tower verschwanden Morgan Blackhand und Smasher spurlos. Smasher ist ja offensichtlich wieder aufgekreuzt, aber von Blackhand fehlt jede Spur. Gerüchte besagen, er habe in einigen First Wave Cities, die nach dem vierten Konzernerkrieg entstanden, beim Aufbau geholfen. Ey, woran merkt man, dass ein Spiel aus den 80ern stammt? Es gibt Silverhand und Blackhand und die heißen so, weil das die Farbe ihrer Cyberarme ist. Kreativ, Leute, kreativ. Ja, aber das gehört ja auch zum Stil und Charme von Cyberpunk. CD Projekt Red hat jedenfalls alle Freiheiten, mit Morgan Blackhand zu machen, was sie wollen. Vielleicht treffen wir den Söldner ja zufällig auf einer Mission oder arbeiten sogar mit ihm zusammen. Oder müssen wir aufpassen, dass wir ihm nicht in die Quere kommen? Und falls wir tatsächlich eine neue Hauptfigur spielen, würde ich mir wünschen, dass sie ihren ersten großen Auftrag nicht so... Wie sagt man am besten? Spektakulär versaut. Ah, danke Rogue. Klar, die Geschichte mit dem Konpeki Plaza am Anfang des Spiels hat die ganze Story erst ins Rollen gebracht, aber deshalb will eben auch niemand mit V zusammenarbeiten. Siehst du diese Stammkunden? Sie haben Dutzende Jobs zusammen gemacht, sie vertrauen einander. Und jetzt versetz dich in meine Lage. Wie sieht das aus, wenn sie rausfinden, dass ich eine Crew mit dir zusammenstelle?
Eigentlich agieren Edgerunner in der Welt von Cyberpunk ja in Teams, wie im Cyberpunk-Anime zu sehen ist. Diese Faustregel stammt ebenfalls aus der Tabletop-Vorlage, die meist in Gruppen von etwa 4 Leuten gespielt wird. Wie cool wäre es, wenn uns Freunde wie Jackie Wells das ganze Spiel lang begleiten würden und wir wie in Baldur's Gate oder Mass Effect richtige Beziehungen zu unserer Truppe aufbauen. Dann wäre es auch viel dramatischer, wenn sie im Laufe des Spiels dann doch ins Gras beißen. Stimmt, das wäre was. Dann könnten wir mit denen wiederum die ganzen Aktivitäten in der Open World unternehmen, die wir vorhin erwähnt hatten. Zum Beispiel Billard spielen oder in einer Kneipe etwas trinken gehen. Und das könnte wiederum zu neuen Nebenquests führen, die Einfluss auf die Hauptstory nehmen. Ach, in Cyberpunk steckt noch so viel Potenzial. Ich bin höchst gespannt auf ein weiteres Update zu Projekt Orion. Ich wurde schon suspendiert, in Frührente geschickt, 2-mal und gefeuert. 3-mal. Ich werde zu alt für den Mist. Aber man kann einfach nicht loslassen. Aber was sagt ihr? Was sind eure Wünsche für Cyberpunk 2? Wünscht ihr euch ein ganz anderes Setting? Cyberpunk in Europa? Wieso nicht? Oder habt ihr neue Gameplay-Wünsche? Schreibt uns das mal gerne in die Kommentare. Bis es weitere offizielle Infos gibt, dauert es wahrscheinlich noch. Aber natürlich halten wir euch auf dem Laufenden, sobald es Neues aus der dunklen Zukunft zu berichten gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an dich, Verschwörungspaul. Sehr gerne. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich könnte noch stundenlang über Cyberpunk reden. Sag Bescheid, wenn du wieder ein neues Video machst. Du, wir schauen mal, ne? Hey, ich bin immer so eine große Hilfe. Ja, du, ich muss jetzt weiter, ne? Hey, ciao. Hallo. Tschüss. Ciao, bye. Ist der jetzt einfach gegangen? Arschloch.